Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Nein, es ist nicht alles gut in unserer Welt, in unseren Biografien, in meinem ganz persönlichen Leben. Es ist einfach nicht alles gut. Und damit es irgendwann einmal gut werden kann, braucht es immer wieder die Versöhnung mit Gott. Denn die Sünde ist es, die mich immer wieder von Gott entfernt, einen Bruch zwischen mir und ihm auftut, der nur dann zu heilen ist, wenn ich mich seiner Liebe, seiner Versöhnung anvertraue. Einmal heißt es in der Heiligen Schrift: Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. Wir, als gebrechliche und gebrochene Menschen, haben das Wort der Versöhnung Christi bekommen, um es weiterzutragen, durch unsere Worte, aber vielmehr noch durch unser Leben. Wir haben alle unsere Brüche zu tragen und brauchen alle die Heilung, die nur Jesus Christus schenken kann. Tragen wir unsere Brüche, unsere Verletzungen, unsere krummen Wege mit Fassung und vertrauen wir darauf, dass Gott uns immer wieder die Hand reicht, damit wir uns mit ihm versöhnen können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, es ist nicht alles gut in unserem Leben. Du weißt das, nur wir vergessen es allzu oft. Hilf uns aber immer wieder mit deiner Güte zuvorzukommen, damit auch gut werden kann in unserem Leben, was noch ungut ist, und damit alles, was war, einmal in deine Güte eingehen kann, vollendet werden kann in dir. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.